Willkommen zurück, Leute, zum neuen Part von The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Es geht hier weiter im zweiten Dungeon. Oh, man kommt also nicht hoch. Das heißt, wenn man einmal vom Wind getroffen wird, man sozusagen... wird man runtergeblasen. Interessant. Und da haben wir schon einen weiteren Speicherpunkt. Mal gucken, wie groß der Dungeon ist. Oha, cool gemacht. Und damit hätten wir schon einen kleinen Schlüssel. Okay, nichts. Dann war das wohl doch der richtige Weg, aber gehen wir erstmal nach links. Da kommen die ersten Bodenfliesen. Cool. Und was haben wir hier? Ein roter Rubin, der uns 20 verleiht. Oder 20 gibt. Sehr schön. Da haben wir eine Schlangenstatue gemerkt. Ob die für irgendwas gut ist? Weil jede Menge aus, Gott sei Dank. Motula gemerkt. Gut. Das war's schon wieder. So. Da scheint die Bosstür hier zu sein, ja. Hier ist kein Gang mehr. Ah, die Blöden. Ja. So, holen wir uns mal unseren Maulwurf-Freund hier. Dann können wir hier ein weiteres goldenes Ei holen. Das kann man sehr gut verkaufen. Wie schon bereits jemand erwähnt hat. Nein! Oh mein Gott, jetzt bin ich ja voll in der Falle gelandet. Jetzt habe ich mich das gemacht, was das Spiel wollte. Ich hätte wirklich was anderes tun sollen. So. Schneller schwimmen, das interessiert jetzt eh gerade nicht. Ein
ziehen aber verdammt viele Herze ab, diese blöden Viecher. Man kann aber auch nicht drüber springen, so richtig. Na, Gott sei Dank, endlich haben wir einen besiegt. So, jetzt müssen wir doch halt leider mal ein bisschen cheaten. Leider. Weil hier kann man nämlich easygoing seine Herzen auffüllen. Was schon ein bisschen unfair, aber... Oh, einen weiteren Speicherpunkt. Aber die Karte haben wir immer noch nicht. Es müssen zwei Opfergaben dargebracht werden. Welche es sein sollen, ist irgendwo auf diesem Stockwerk verzeichnet. Ah, okay. Das heißt, wir brauchen zwei Figuren. Was war das bitte schön? Nein, Alter, wie schon wieder der... Das hier. Steinsalz, 10-mal halten. Jetzt kann man wieder nicht schlafen gehen. Das ist ja echt, das zieht so viel Herzen ab, das ist nicht normal. Hängt. Steh jetzt still. VND stumm im Heiligtum. Blab. Gefärbt mit Zähnen lang und Nase ebenso. Kann vielleicht damit der Maulwurf gemeint sein? Weil der Maulwurf hier drin ist. Oh, Geister. Der ist neu. Yeah! Den holen wir uns auf jeden Fall. Ihr Licht gemerkt. Den kennt man ja von Ocarina of Time auch. Und da haben wir nun die Dungeon-Karte. Dann können wir gleich mal einen Blick drauf werfen, wie groß der Dungeon eigentlich ist. Okay, interessant. Also schon relativ groß, sehe ich. Hier geht es sogar nach außerhalb raus. Ah! Es ist tatsächlich Link. Wo will er denn hin? Da müssen wir mal hoch. Das sieht auch sehr, sehr verdächtig aus, finde ich. Okay.
Cool. Ein Rubinenversteck. Nehmen wir auf jeden Fall alles mit, was wir kriegen können. So noch eine Kiste. Lassen wir dann einfach hier. Schönes Rätsel. Und da haben wir einen Purple Rubin. Nein! Es ist ja tatsächlich durchgekommen. Ja, aber noch mal einen weiteren. Hier unten scheint auch noch was zu sein. Unten. Und da haben wir einen Monsterstein wieder. Was hat es hier zu bedeuten, frage ich mich. Ich glaube, hier komme ich gar nicht hoch, habe ich so das Gefühl. Oder war das der Anfang, wo ich gekommen bin? Wir gehen mal hier weiter. Wir müssen ja noch den zweiten Ding finden. Oh, ein roter. Das heißt, der ist auch wieder neu. Das ist die Stufe 2 von dem. Ne, doch nicht. Gott sei Dank habe ich diese Sandalen an, die ich mir für 400 Rubine gekauft habe. Oh nee. Der Hammer. Die Katze kann ich auch nehmen. Katzenstatue erhalten. Es gibt ja 127 Echos.
wie ich das in Erfahrung gebracht habe. Oh mein Gott. Kann das sein, dass man die Katzenstatuen anblasen muss? Nein. Was muss man mit denen machen? Man kann sie ja auch nicht schieben oder so irgendwie. Aber irgendwas muss man ja mit denen machen können. Da muss man einfach nur über die Steine drüber. Das kann aber nicht sein. Was muss man mit den Steinen machen können? Oh, da kommt gleich ein großer Raum. Das heißt, hier könnte irgendwas, ein Halbboss oder was kommen. Oh, Link mit Pfeil und Bogen jetzt. Bekommt man da einen Bogen? Oh, der rennt ja weg. Das heißt, man muss was anderes einsetzen. Vielleicht kann man den irgendwie ins Loch stoßen. Der ist schnell. Vielleicht brauchen wir mehrere Gegner. Was kann man denn benutzen? Vielleicht eventuell das hier. Damit kann man ihn definitiv treffen. Aber ich würde sagen, ich nehme mal die etwas bessere Variante davon. Ich habe den brutaleren Freund. Und der ist jetzt noch schneller. Okay, das war's schon. Okay, jetzt ist er. Das ging ja wirklich schnell. Drei Links. Einen haben wir. Ja. Yeah. Ich glaube, das war doch eine sehr gute Methode, die einzusetzen, diese Gürteltiere. Und da bekommen wir natürlich den Bogen. Mal gucken, wie man den einsetzt. Es ist das gleiche wie bei Facet und den Leuchten aus Schloss Hyrule. Link wurde genau wie sie in die Welt des Nichts gezogen und durch einen Doppelgänger ersetzt. Wenn wir den Riss schließen, müssten wir ihn retten können. Das wäre sehr schön, wenn das so wäre. Du hast den Bogen der Stärke erhalten. Im Schwertkämpfer-Modus kannst du jetzt mit Hilfe von X Pfeile verschießen. Cool. Zorro, Zorro erhalten.
Die Frage ist, ob man... Ah, okay. Man kann also im Heldenmodus tatsächlich die besiegen. Stufe 3 ist echt gut. Stufe 3. Dann können wir richtig lange in dem Link-Modus bleiben. Und da haben wir... Jetzt ist die Frage, kann man die auch killen? Nein, leider nicht. Ich glaube aber nicht, dass ich da drüber springen kann. Wenn dann nur als Heldenlink, weil mit Heldenlink kann ich... höher springen. Aua. Elefantenstatue gemerkt. Und da haben wir einen kleinen Schlüssel. Normalerweise müsste ich mich ja ausruhen können. Das machen wir mal ganz kurz. Ich habe ja eigentlich schon wirklich genug verloren an Feen etc. Da muss ich jetzt nicht nochmal riskieren, dass irgendwas passiert. Ah, okay, man kann ja einfach... Oh, kann das sein, dass da vielleicht doch noch ein Geheimgang war? Bei dem einen Raum. Ah, Mist. Ich bin hier, dann bin ich hier, dann bin ich hier. Ah, hier oben ist nichts. Sein kann, dass bei den Statuen vielleicht doch noch ein kleines Secret oder so versteckt war. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Mir doch gleich mal so ein bisschen hier Spanisch vorgekommen. Das sah für mich ein bisschen komisch aus. Bis jetzt läuft das doch eigentlich sehr gut mit dem Dungeon. Ah, da haben wir die Tafel. So, was brauchen wir denn hier? Ruht auf dem Turme seine Schwingen aus. Scharf der Blick und der Schnabel ebenso. Aber ich glaube, das sind die Statuen mit gemeint. Jetzt schauen wir mal ganz kurz nochmal nach. Schnabel, wir haben die Katze. Was haben wir denn noch? Das war's eigentlich. Mehr haben wir ja. Ah, doch, die hier. Die Schlangenstatue. Ah, da sind die Statuen mit gemeint. Ein Schnabel? Was hat ein Schnabel?
Ich habe bisher nichts mit Schnabel gesehen, tatsächlich. Hier ist nur die Katze. Den Elefant haben wir auch. Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Ich glaube, wir können zurück. Das kann nicht sein. Okay. Könnte vielleicht eventuell doch reichen. Wenn ich einen sauberen Sprung hinlege, ja. Aha. Interessant. Ist hier oben? Ah, das ist die letzte Statue, die mir fehlt. Mit Schnabel, Falkenstatue, natürlich. Oh mein Gott, war die gut versteckt. Das ist echt wirklich crazy jetzt. So, jetzt können wir auf jeden Fall zu dem goldenen Tor. So, hier kommt auf jeden Fall das Schnabel hin. Das andere war noch mal... irgendwas mit spitzen Zähnen. Ich glaube, das war glaube ich die Katze, kann ich mir gut vorstellen. So, hier setzen wir erstmal den Vogel hin. Und wir machen mal den. Machen mal die Katze. Obwohl ich nicht glaube, dass es die Katze ist. Nein. Die Schlange. Die Schlange haben wir ganz am Anfang. Nein. Dann kann es nur der Elefant sein. So, da hätten wir das. So, wir speichern erstmal ab hier. Den Halbboss haben wir auch schon geschafft. Hier waren wir auch schon. So, der ganze Sand ist weg. Oh. Das sieht nach einem Rätsel aus. Warte mal. Und mal, wie ich jetzt Ding bekommen. Warum habe ich jetzt hier... ah, okay, das ist so ein Ziehen.
Hä? Ist daran falsch? Ah! Okay, was da jetzt immerhin anders war, keine Ahnung, aber wir haben es geschafft. Du hast den großen Schlüssel erhalten und somit hätten wir auch alles in diesem Dungeon. Das heißt, wir können jetzt Richtung Bosstür gehen. Und wir aktivieren das mal. Da fehlt sogar noch eine Kiste, sehe ich gerade. Wie kommt man denn zu der Kiste hin? Auch ein bisschen seltsam. Ist der hier? Ah, ich glaube, ich habe was verpasst. Ich glaube, ich hätte da irgendwie von oben mit dem Maulwurf oder irgendwas graben müssen, weil hier sehe ich nämlich, dass das Sand runterkommt. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen zum Boss. Okay, wir haben 4 Statuen. Oh. Maulgreif! Muss man dann wieder rausblasen mit dem Frosch hier? Nein, natürlich nicht. Aber wir probieren einfach mal Gegner. Okay, jetzt passiert leider nichts. Au. Ah, okay, jetzt haben wir ihn getroffen. Man muss ihn gegen die Statue rammen lassen. Was hat das zu bedeuten? Jetzt fliegt der Gute auch noch. Wie kann man denen jetzt Schaden zufügen? Vielleicht mit irgendwelchen Vögeln? Ah, ich muss solche Statuen bilden. Oh mein Gott, ich habe ihn erwischt. Na, die Statuen sind tatsächlich mein Freund. Aua. Ja, bringt gar nichts mehr. Man muss ihn also ausweichen. Nimm das!
Arsch verzohlt. Ging ja eigentlich sogar der Bosskampf tatsächlich. War richtig cool. So, den nächsten großen Riss hätten wir geschafft. Meine Gefährten haben ihre Kräfte mit mir geteilt. Stufe 3. Somit sind meine Fähigkeiten jetzt stärker geworden. Du kannst nun auch etwas entfernt von dir Echos erschaffen. Halt Y gedrückt, um Kraft zu sammeln, und lasse den Knopf los, um in deiner Blickrichtung das Gewünschte zu erschaffen. Cool, halt Y gedrückt, um eine. Das ist cool. Und ich bekomme nochmal 5 Trikristalle dazu, nochmal separat. Als wir den Riss geschlossen haben, habe ich etwas von meinen Gefährten gehört. Auch sie wurden hier von einem Ungeheuer gefangen genommen. So etwas hatten sie noch nie erlebt. Aber da du als Ungetüm besiegt hast, können sie jetzt alle wieder ihre Arbeit aufnehmen. In dieser Welt des Nichts haben wir nichts mehr zu schaffen. Lass uns von hier verschwinden, Zelda. Das Herz. Den Herzcontainer nehmen wir auf jeden Fall mit. Finden wir noch ein Herzteil, haben wir einen weiteren Herzcontainer. Möchtest du zurück zur normalen Welt? Ja, bitte. Dann lass uns aufbrechen. Zelda! Nicht nur der Riss bei der Kultstätte, nein, alle Risse in der Wüste sind verschwunden. Du hast es geschafft. In der Stadt wartet man schon gespannt auf deine Rückkehr. Lass uns gemeinsam dorthin gehen. Na ja, klar. Das schauen wir uns noch an, wenn wir den Part Ende machen. Die paar Minuten kommt es nicht drauf an. Wir feiern, dass die Risse verschwunden sind. Ich gebe die nächste Runde aus. Und am Ende musst du mich wieder anpumpen, weil du den Mund zu voll genommen hast. Da zeigte sich in der Dunkelheit ganz vage der Umriss einer Kriegerin. Hä? Eigentlich ist jetzt Trainingszeit, aber das scheinen wohl alle vergessen zu haben. Nun ja, der heutige Tag ist ein Siegesfest zum Triumph über die Risse. Ich denke, einen Tag lang kannst du mal beide Augen zudrücken. Sehe ich genauso. Haha, es herrscht eine ausgelassene Stimmung. Ja, was für ein Kontrast zur Betrübnis der letzten Zeit. Ah. Zelda, lass mich dir erneut danken. Du bist unsere Rettung in höchster Not. Da schließe ich mich sofort an. Vielen, vielen Dank. Du warst es, die uns im letzten Moment noch aufgeweckt hat. Ah. Dona, auch dir bin ich zu Dank verpflichtet. Ohne deine Überzeugung und deine Liebe zu unserem Stamm wäre diese Stadt ebenfalls untergegangen. Aber Mutter... bist zu einer stolzen Geruto herangewachsen und hast dich als würdiger erwiesen, der einst unserem Stamm anzuführen. Was aber? Das ist ja... Ich bin der Aufgabe noch lange nicht gewachsen. Aber deine Worte freuen mich trotzdem sehr, Mutter. Zelda, du gedenkst sicherlich, weiterhin durch die Lande zu ziehen und Risse zu schließen. Ich wünsche dir alles Gute für deine Reise. Danke, das kann man immer gebrauchen. Deinen Vater haben wir hier leider nicht gefunden, Zelda, aber es gibt noch einen weiteren Riss ganz weit im Osten, wo alles voller Wasser ist. Gehen wir dorthin und schließen ihn. So, was haben wir denn hier? Hier ist unbefugter Zutritt verboten.
haben ja schon mal ein bisschen erkundet. Huch, du hast mich aber schreck beeindruckend, dass du es bis aufs Dach geschafft hast. Ich bin beim Training eingenickt, deshalb muss ich zur Strafe das Loch am Dach reparieren. Ich hab's einfach mit Sand geschüttet. Also das heißt, da kann man mit Sicherheit einen Maulwurf einsetzen. Aber das Problem ist, dass sie halt darauf steht. Das heißt, da kann man vielleicht noch nicht rein. Und da gibt es vielleicht eine Möglichkeit. Wie sie guckt. Da gibt es noch eine Treppe, die nach unten führt. Sehr, sehr seltsam. Ah, hier kommt man jetzt also hoch. Ich würde sagen, wir probieren mal unser Glück und gehen einfach mal hier hoch, wo die Treppe ist. Ich glaube da... Ah, ich glaube, da kommt man noch nicht hoch. Ah, doch, man kommt hoch. Hm. Das haben wir noch nicht entdeckt. Ah, der Pflanze geht's. Ah, okay, jetzt habe ich's, den Megaboom. Meine Güte. Ob das mit der Pflanze so gewollt ist, aber gut, wenigstens habe ich jetzt ein Echo gefunden, wo das Ding tatsächlich ja, kaputt macht. Ach nee. Aber ein Herzteil, wie cool. Und somit haben wir einen weiteren Herzcontainer. Nice. So Leute, hier beenden wir erstmal den Part und beim nächsten Mal geht es weiter. Ich bedanke mich. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei den Zoras. Ich freue mich drauf. Schaltet wieder ein. Ich sag mal, ciao.